Ja, herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Centers, wenige Tage vor dem erneuten Lockdown. Der Lockdown soll natürlich die Infektionszahlen reduzieren, unter anderem auch, damit die Krankenhäuser und vor allem die Intensivstationen nicht ans Limit kommen. Wir wollen hier heute über einen der limitierenden Faktoren sprechen, von einem der wichtigsten limitierenden Faktoren. Wir haben in der ersten Welle sehr viel über Betten gesprochen, über Beatmungsgeräte gesprochen, über Schutzkleidung gesprochen. Im Moment ist die große Diskussion um einen befürchteten Personalmangel auf den Intensivstationen. Wir wollen hier heute klären, wie genau es zu einem Personalmangel kommen könnte, zu einem akuten Personalmangel. Wir wollen klären, wie der aktuelle Stand in den Kliniken ist. Und wir wollen natürlich über die Strategien sprechen, wie man den Personalmangel denn möglichst verhindern könnte, beziehungsweise was könnte man tun, wenn es denn eben dann zu einer solchen Situation kommt. Ich bedanke mich schon mal bei unseren Gesprächspartnern, die gleich unsere Fragen beantworten werden. Ich werde sie gleich auch alle der Reihe nach vorstellen. Vorab noch ein kurzer Hinweis zum Ablauf dieses Pressbriefings. Die Experten werden gleich alle ein erstes Statement abgeben. Dann werden wir die Fragerunde öffnen. Sie können dann Fragen stellen im Chat und bitte stellen Sie die Fragen im Chat an alle, nicht an mich oder an die Experten. Dann kann nämlich auch mein Kollege, der die Fragen mitliest, vorsortieren und mir möglichst an passenden Stellen reinreichen. So, dann bin ich auch schon bei der Vorstellungsrunde. Frau Professorin Merle, ich beginne mal mit Ihnen. Sie arbeiten am Uniklinikum Heidelberg. Sie leiten dort als kommissarische Direktorin die Klinik für Infektiologie und Vergiftung. Sie betreuen die internistische Intensivstation. Sie sind Mitglied, wenn ich mich recht erinnere, in der infektiologischen Taskforce und haben auch ständig Verbindung zum Krisenstab. Herzlich willkommen. Danke. Ich möchte noch sagen, wir sind Abteilung primär für Gastroenterologie und wir haben unsere gastroenterologische Intensivstation, die eben auch, weil wir die Infektiologie mit abdecken, die Patienten mit Corona-Erkrankungen betreut. Genau. Mitglied der Taskforce bin ich nicht, aber in stetem Austausch, sodass sich da vor allem die Mikrobiologen und Virologen eben regelmäßig treffen. Hervorragend. Aktuell behandeln wir 7 Patienten. Kurz, ja. Frau Merle, ich würde jetzt ganz kurz erst noch die anderen vorstellen. Dann, kein Problem. Herr Kochanek, auch an Sie herzlich willkommen. Herr Kochanek leitet die internistische Intensivstation an der Uniklinik Köln. Zu Köln sollte man vielleicht noch hinzusagen, es ist ein Hotspot zurzeit. Und vor allem lässt sich sagen, dass hier nicht nur die ganz jungen Patienten infiziert sind, sondern dass auch schon bei den Älteren die Infektionszahlen gestiegen sind. Und als Dritten in der Runde begrüße ich ganz herzlich Professor Gerard Krause. Er ist kein Intensivmediziner, er ist Epidemiologe. Er leitet die Abteilung für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. So, Frau Professorin Mörlist, jetzt komme ich zu Ihnen. Wie sieht es bei Ihnen aktuell aus? Schildern Sie doch bitte mal die Situation bei Ihnen. Also wir behandeln aktuell 7 Patienten bei uns auf Intensivstationen, müssen aber sagen, es war bei jetzt ja weiter steigenden Zahlen die letzten Tage, merken wir jetzt, es zieht in den letzten Tagen extrem an, auch im ganzen Landkreis, sodass wir jetzt parallel quasi auf erstmal unserer eigenen Intensivstation sehen, dass wir jeden Tag neu Personal rekrutieren, umschiften müssen, um dem eben Rechnung zu tragen, aber das auch aus allen umliegenden Krankenhäusern des Landkreises zu hören. Letztlich gehen die Zahlen schnell hoch, vor allem in den Älteren, bei den Älteren, älter größer 60 in dem Fall, wo man ja eben weiß, dass die Verläufe schwerer sind und was wir eben auch genauso sehen. Letztlich war es uns die ganze Zeit ein großes Anliegen, dass andere nicht Corona-bedingte Behandlungen eben nicht zurückgestellt werden. Und wir wollten das die ganze Zeit erreichen. Wir sehen aber, wir werden zunehmend in eine Situation gezwungen, dass wir andere wichtige Eingriffe hinten anstellen werden müssen. Das gilt genauso leider für die umliegenden Krankenhäuser. Letztlich, wenn die Neuinfektionszahlen so bleiben,
dann werden die Corona-Patienten versorgenden Krankenhäuser meiner Ansicht nach sicher in einen Personalengpass kommen, da wir ohnehin im Winter oft eine hohe Auslastung der Kliniken haben. Und das gilt, selbst wenn noch daneben Betten und Beatmungsgeräte verfügbar sind. Letztlich ist es so, dass das Ziel eben ja nicht nur sein sollte, dass wir die Corona-Patienten adäquat behandeln und schon dieses Ziel, da müssen wir uns jetzt ja nun in den nächsten Wochen sehr anstrengen, sondern das Ziel sollte eigentlich klar sein, dass auch andere wichtige Behandlungen weiter stattfinden. Und dann fällt mal dieses Wort elektiv, aber elektiv bedeutet, ich kann es planen. Das heißt aber nicht, ich kann es aufschieben bis April. Also wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen weiter Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen, Operationen hier weiter im Auge behalten. Und das ist sicher, beim letzten Mal haben wir alle nur noch Corona gehandelt und im Blick gehabt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen es also schaffen, letztlich die Kontrolle zu behalten und die Zahlen so im Rahmen halten. Und letztlich werden wir, wenn die Zahlen weiter steigen, ganz schnell an die Grenze kommen, wo wir dieses Ziel noch erreichen können. Letztlich die Behandlung von Corona-Patienten ist personalintensiv. Wir haben ja auch viel Gutes jetzt in den letzten Monaten erreicht. Wir sind erfahrener geworden, alles war viel routinierter. Und trotzdem, aufgrund der Isolationsmaßnahmen, ist es personalintensiv. Und man wird überlegen müssen, wie man eben, wenn die Corona-behandelnden Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen, wie man das lösen kann, dass diese Kliniken mehr Personal kriegen. Mein Fazit ist, wir müssen die Kontrolle behalten. Das darf uns nicht entgleiten. Und jetzt ist der Punkt, wo wir merken, wenn die Zahlen so hoch weitergehen, weiter hochgehen, und dann verlieren wir die Kontrolle und dann rennen wir dem Geschehen hinterher. Und dann leiden nicht nur Corona-Patienten, sondern eben auch andere wichtige Krankheiten, die nicht mehr versorgt werden können. Dankeschön. Ich werfe gerade noch mal eine Zahl in den Raum. Wir haben gestern gehabt ungefähr 1700 Patienten auf den deutschen Intensivstationen. Das klingt ja jetzt erstmal noch überschaubar. Wir wissen, dass wir 1400 Kliniken haben. 500 Kliniken kümmern sich so, sage ich mal, schwerpunktmäßig um die Krankenhäuser, um die Patienten. Wobei man aber sagen muss, im Moment ist es so, dass sich die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen etwa alle 10 Tage verdoppeln. Das bedeutet, dass wir nächsten Sonntag 3400 Patienten auf den Intensivstationen haben, wenn das so weitergeht. Und es kommen noch viele 10 Tage obendrauf. Da kommen ganz gruselige Zahlen zusammen. Herr Kochanek, bitte. Wie sieht es bei Ihnen aktuell aus und im Hinblick auf die Zahlen von Patienten, die Sie behandeln, und zu Ihrem Personal? Ja, also aktuell behandeln wir bei uns im Gesamtkrankenhaus auf der Intensivstation 8 Patienten. Davon sind 4 intubiert beatmet. Das ist noch eine überschaubare Summe. Es hört sich jetzt nicht viel an auf den ersten Blick, aber wie die Kollegin schon sagte, wir haben natürlich eine etwas andere Situation wie im Frühjahr auch vorliegen. Im Frühjahr war sehr viel fokussiert tatsächlich auf Covid, auf die große Sorge, alles zu versorgen. Und ich glaube, das haben wir sehr gut gemanagt. Aber es ist natürlich auch so, die Frage, den Wunsch, elektive OPs nach hinten zu verschieben, kann man sicher bei einigen Sachen gut machen. Aber es gibt doch auch viele Operationen oder auch sonstige Eingriffe, sei es vom Herzklappen bis auch neurologische Eingriffe, die doch erforderlich sind, die man zwar vielleicht 1-2 Tage nach hinten verschieben können, aber die halt auch Schwierigkeiten dann bedeuten, wenn man sie zu lang verzögert oder verschiebt. Das heißt, diese initiale, sag ich mal, ja, riesigen Freikapazitäten haben wir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ein weiteres Problem ist noch dabei, wir haben jetzt Wintersaison. Wintersaison bedeutet immer mehr viel mehr Patienten, letztendlich auch auf Intensivstationen aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, diese Kapazitäten haben wir zurzeit nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen kann ich diese politische Entscheidung, die vorgestern getroffen worden ist, auch nur maximal unterstützen. Wir kommen sonst nicht drum rum. Ich fand diese Diskussion gestern Abend von Maybrit Illner eigentlich ganz spannend, wo gesagt hat, das ist eine blöde Erkrankung. Ich weiß nicht, ob blöd das richtige Ausdruck dafür ist. Ich glaube, das hört sich sehr lakonisch fast an in diesem Zusammenhang, aber es ist eine blöde Erkrankung. Wir müssen blöde Maßnahmen auch treffen, und dass die vielen Leuten nicht schmeckt, ist mir vollkommen klar. Aber ich denke, nur an Betracht dessen, dass Menschenleben auf dem Spiel steht und dass hier Menschen sterben können, wenn wir falsche Entscheidungen jetzt treffen, es liegt eindeutig auf der Hand. Und die Zahlen geben das auch her. Wenn ich das für Köln nochmal vergleiche, auch vom
von der Entwicklung her, wir haben allein von gestern auf heute einen Anstieg von 10 auf 11%. Das hört sich nicht viel an, aber was natürlich in Zahlen umsetzt, wir haben von 49 Patienten liegen bei uns auf Intensivstation in ganz Köln. Heute sind 54. Und wie Sie schon vollkommen richtig sagten, wir haben, können die Zahlen hochrechnen. Wir wissen in etwa schon relativ gut, Herr Krause kann wahrscheinlich epidemiologisch viel mehr zu sagen, dass wir mit einer bestimmten Prozentzahl von Patienten bei infizierten Patienten auf Intensivstationen bzw. im Krankenhaus rechnen müssen. Und das ist jetzt einfach eine einfache Rechnung, wenn wir diese Anzahl bei uns auf Intensivstationen erwarten. Das Personal ist ausgelaugt aus vielen Gründen. Ein Grund ist sicher auch wie im Verhältnis zur ersten Welle, da bestand eine extrem große Bereitschaft von allen Beteiligten. Das ging quer durch alle Reihen durch. Ich habe wirklich tolle Erfahrungen gemacht, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen und so weiter. Aber jetzt ist natürlich so, die einzelnen Fachdisziplinen wollen weiterhin auch tätig werden. Das heißt, die Zusammenarbeit ist nicht schlecht, aber ist anders wie im Frühjahr. Und wir dürfen bei den Pflegekräften nicht vergessen, das ist nicht zu vergleichen wie mit einem Herzinfarktpatienten. Herzinfarktpatienten, da kann man 2, 3 Patienten relativ gut von einer Pflegekraft versorgt bekommen, je nachdem, wie schwer krank die sind. Das jetzt mal außen vor, wenn die keine organersatzhaltenden Therapien noch brauchen. Aber das ist natürlich bei diesen Covid-Patienten auch, selbst wenn die einfach erkrankt sind, auch auf Intensivstationen, noch nicht mal beatmet sind, ist fast eine 1:1 Betreuung notwendig. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie ressourcenverschwendend das ist. Und das muss man natürlich auch ins Kalkül einbringen. Das andere Problem ist natürlich auch, dass wir durch die Corona-Maßnahmen, durch die Quarantänemaßnahmen natürlich auch viele Pflegekräfte schlichtweg in der Versorgung ihrer Kinder verschwinden und dort sozusagen uns dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Hier muss es vielleicht auch Möglichkeiten geben oder geschaffen werden, dass hier vielleicht auch andere, sag ich mal, Versorgungsmöglichkeiten stattfinden können. Da besteht, sag ich mal, von uns in der Uniklinik aus bestimmte, sag ich mal, Testmöglichkeiten auch, dass Kinder sozusagen nicht zu schnell aus der Kita rausgenommen werden, sodass die Pflegekräfte auch weiterhin arbeiten können. Da muss man sicher im kleinen Detail im Mikromanagement sehr innovativ sein. Okay, Dankeschön. Herr Krause, Sie sind Epidemiologe, Sie haben es mit dem Personal auf Intensivstationen direkt primär nichts zu tun. Sie kümmern sich aber um das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung. Wie kann man die Infektionen bekämpfen? Sie bewerten Maßnahmen, was greift nicht. Und in diesem Zusammenhang jetzt natürlich der Lockdown, der soll jetzt Entspannung bringen, die Zahlen runterbringen. Aber reicht das? Ist der Fokus, den wir jetzt auf den gastronomischen Bereich legen etc., reicht das aus, um am Ende dann einen Unterschied zu machen, sodass die Intensivstationen hoffentlich möglichst wenig Patienten überhaupt sehen? Ja, danke. Das stimmt, es ist schon sehr lange her, dass ich auf Intensivstationen meinen Dienst gemacht habe. Deswegen werde ich mich auch dazu nicht kompetent äußern können, aber soll ich ja auch nicht. Ich denke in der Tat, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Ich denke, dass die Kollegen mir bestätigen werden, dass absehbar der Großteil der Patienten auf Intensivstationen Menschen sein werden, die über 60 sind. Und dass wir als Gesellschaft und die zuständigen Behörden und Institutionen zu wenig bis jetzt getan haben, um besonders diese Bevölkerungsgruppe vor Infektionen zu schützen. Wir haben monatelang diskutiert, was man gesamtgesellschaftlich insgesamt in Bezug auf die Fallzahlen machen kann. Wir haben viel zu wenig diskutiert, was man gezielt machen kann, um die hochbetagten Menschen vor Infektionen zu schützen, ohne sie gesellschaftlich zu isolieren. Dass das nicht einfach ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Behaupte ich auch nicht, aber ich habe die Befürchtung, dass wir das Thema zu lange zu wenig ernst genommen haben. Und ich habe außerdem das Gefühl, dass wir in diesem Bereich einen viel größeren Hebel haben. Also jeder Euro, jede investierte Juristen- und Mediziner- und Logistikerzeit in diesem Bereich spart wahrscheinlich mehr Hospitalisierung als dieselbe Zeit investiert in Kindergärten, Schulen und all die Diskussionen, die wir diesbezüglich hatten. Ich würde mir also wünschen, dass wir nach den Entscheidungen, die jetzt kürzlich getroffen worden sind, jetzt mit
voller Intensität in die Diskussion gehen und auch nicht nur in die Diskussion, sondern auch in die Handlung gehen, wie wir die hochbetagten Menschen schützen können. Es gibt auch andere Risikofaktoren, das weiß ich. Aber es ist ganz klar, wir haben hier systematisch die internationale Literatur ausgewertet. Diese Komorbidität, also das Vorhandensein von bestimmten anderen Erkrankungen als Risikofaktor, ist durchaus relevant. Aber das hohe Alter übertrifft das nochmal um ein Zigfaches. Das heißt, der Risikofaktor oder das erhöhte Risiko, eine stationäre Behandlung zu benötigen oder zu versterben nach einer Covid-Infektion, steigt mit dem hohen Alter um das 30-fache, je nachdem, wo man den Cut-off setzt. Die Komorbidität, also das Vorhandensein von anderen Erkrankungen, ist auch 2-3-fach erhöht, das Risiko, aber wie gesagt, eine Zehnerpotenz niedriger. Das ist nicht bei allen Pandemien so gewesen. Frühere Pandemien war es genau umgekehrt, dass jüngere Leute eher schwer erkrankt sind. Das ist hier genau andersrum und damit müssen wir arbeiten, damit können wir arbeiten. Wir können nachher vielleicht nochmal diskutieren, was das konkret bedeutet. Okay, vielen Dank. Jetzt kommt schon die erste Frage rein. Ich glaube, die richtet sich an Herrn Kochanek, würde ich mal sagen. Warum sind Covid-19-Patienten konkret so personalintensiv? Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Hygieneschutzmaßnahmen, die eingehalten werden müssen für die Versorgung dieser Patienten, die ist sehr aufwendig. Das heißt, das An- und Ablegen dieser ganzen Schutzmaßnahmen bedarf sicher mindestens 2 bis eher 5 Minuten, bis man das alles wirklich sorgfältig an- und dann später auch ausgezogen hat. Das heißt, für kleinste Kleinigkeiten muss man sich gut überlegen, seinen Tagesablauf von den Pflegekräften gut einteilen, dass man sozusagen hier nicht ständig sich an- und ausziehen muss, um keine Zeit zu verlieren. Auch das, was wir sonst kennen, einfach mal ganz kurz rausgehen, irgendwas holen, Verband holen und so weiter, ist hier nicht möglich. Das heißt, man muss das extrem gut planen alles und das führt dazu, dass das sehr personalintensiv ist. Wenn das dann natürlich in den Bereich reingeht, dass diese Patienten auch intubiert, beatmet, dann in der Regel auch kreislaufunterstützende Medikamente laufen haben, viel an Infusionen, Perfusoren laufen haben, die ausgetauscht werden müssen, die Beatmungsparameter müssen eingestellt werden, es müssen ständig Blutgasanalysen durchgeführt werden. Das ist natürlich unter diesen entsprechenden Hygieneschutzmaßnahmen extrem aufwendig und im Endeffekt muss man ganz klar sagen, kommt das einer fast 1:1 Betreuung gleich. Okay, Frau Professorin Merle, wollen Sie das noch ergänzen oder? Nee, ich will es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Auf so einer Intensivstation geht alle paar Minuten irgendein Alarm, ein Perfusor, der piepst. Da springt eine Pflegekraft schnell rein, drückt eine Taste und geht wieder raus. Und all das, was man gewöhnt ist, geht eben nicht. Das heißt, da muss man im Gang rufen, kann mir einer das bringen? Gar kein Vergleich zu Normalbedingungen. Und auch ein Stressfaktor, weil wir wissen, wenn es dem Patienten plötzlich im Zimmer schlecht geht, wir stehen vorm Zimmer, wir ziehen uns erst an, wir können nicht hinlaufen und helfen, und im schlimmsten Fall reanimieren. Es ist wirklich eine nicht schöne Situation und dafür braucht man Personal. Das Personal ist ja ohnehin schon recht. Wir haben bei uns auf der Intensivstation eine Auswertung gemacht. Wir haben die Monitoranlage für eine Studie ausgewertet auch. Und wir haben mit allen Fehleralarmen mal addiert, haben wir ungefähr 120 Alarme pro 24 Stunden pro Patient. Das heißt, wenn man das hochrechnet für 14 Betten, man dann eine entsprechende Anzahl. Da sind noch keine Infusionen, keine Perfusoralarme und noch keine Beatmungsalarme. Das sind nur die Alarme von Monitoranlage. Also sprich, wenn die Herzfrequenz mal außerhalb des Ranges, die Sättigung, die Temperatur und so weiter, das sind nur diese Alarme. Also das zeigt schon, wie hoch der Aufwand einfach ist auf einer Intensivstation. Okay, Herr Professor Krause, hier kommt jetzt schon die Frage dazu, was Sie gerade angekündigt haben, dass wir da nochmal genauer drüber sprechen müssen, wie das denn konkret gehen könnte. Also wie konkret könnte man denn ältere und Hochbetagte besser schützen, aber auch vielleicht, sage ich mal, ja, schwierige Verläufe früher erkennen, sodass die eben möglichst gar nicht erst intensivpflichtig werden? Mhm. Wie viele Minuten habe ich? Also die angekündigten Maßnahmen oder Angebote, Testkapazitäten mit den Antigentests in diesen Bereichen der Altenpflegeheime zur Verfügung zu stellen, geht schon mal in die richtige Richtung. Darauf darf es sich auf keinen Fall aber beschränken. Es gibt ein paar kleinere, ganz pragmatische Maßnahmen, die Geld kosten, aber vergleichsweise wenig. Zum Beispiel, dass man das Pflegepersonal
und weg mit FFP2-Masken ausstattet, in ausreichender Zahl, um sie auch ausreichend austauschen zu können. Das würde schon mal etwas bringen. Dass man das Pflegepersonal gezielt auf diese Situation schult. Wir haben hier mit einer sehr heterogenen Situation zu tun. Menschen, die oft auch mit der deutschen Sprache nicht ganz so gut umgehen können, wie das Personal im Krankenhaus zum Beispiel. Wir haben hier sehr kleine Betriebe zum Teil, gerade auch in der mobilen Pflege. Es ist also nicht ganz einfach, diese ganzen Pflegepersonal Menschen zu adressieren, zu finden, oder man kann sie finden, aber sie sozusagen diese Schulung denen anzubieten. Ich habe auch nie gesagt, dass es einfach ist, aber ich glaube, es ist möglich und es braucht eben, hätte auch frühzeitig entsprechende Aktivitäten gebraucht. Es ist aber noch nicht zu spät. Also Schulung ist ein wichtiger Punkt. Ausstattung mit entsprechenden Schutzmöglichkeiten. Supervision halte ich für wichtig. Schulung allein macht es nicht. Man müsste auch supervidieren, dass diese Maßnahmen entsprechend durchgeführt werden. Wir haben auch zunehmend Erkenntnisse, dass möglicherweise ein frühzeitiges Monitoring von Kontaktpersonen, die eben Risikofaktoren haben, zielführend sein könnte. Ich gehe also hier ein auf das Kontaktpersonenmanagement, das eigentlich die Gesundheitsämter machen. Und wenn Sie also überfordert sein sollten, das flächendeckend zu machen für alle Kontaktpersonen, dann wäre mindestens noch die Möglichkeit, dass man innerhalb der Kontaktpersonen sich auf die fokussiert, die entsprechend bekannte Risikofaktoren haben oder ein entsprechend hohes Alter haben. Und dass man diese Kontaktpersonen einem sehr intensiven Überwachungsprotokoll zuführt, das sogar dahin gehen kann, dass man täglich Pulsoximetrie macht, während Sie noch zu Hause sind und vielleicht noch gar keine Symptome haben. Und mindestens aber ab dem Punkt, wo Sie Symptome haben, so dass man frühzeitig dann möglicherweise auch therapeutisch intervenieren kann und eben die stationäre Behandlungspflichtigkeit möglicherweise verhindern kann. Das sind so einige der Maßnahmen, die man gehen kann. Sie sehen, es ist relativ vielschichtig. Das greift also am Personal an, Schulung des Personals, Ausstattung des Personals, Organisation der Besuche, der Exposition, Stichwort Tests, und eben auch spezielle Protokolle für Personen mit Risikofaktoren, wenn sie denn Kontaktpersonen werden. Also das sind viele verschiedene Dimensionen, die man adressieren könnte. Es gibt ja auch diese zwei vollkommen unterschiedlichen, sage ich mal, Klientele der Risikopersonen, wenn wir jetzt von den Älteren sprechen. Wir haben die, die in den Altersheimen sind. Wir haben aber ja auch die, die noch alleine zu Hause wohnen. Und ich denke, das ist das, wo Sie ja zurzeit, glaube ich, auch eine Zusammenarbeit haben mit der Uni in Jena, dass es darum geht, die Leute, die zu Hause sind, was Sie gerade ansprachen, diese Sauerstoffsättigung, das greift eben da an, dass man genau weiß, dass es ja oft Verläufe gibt, wo die Luftnot gar nicht so erkannt wird. Und wenn man das aber mit diesem Pulsoximeter erkennt, dass man dann schwere Verläufe verhindern kann. Aber die Frage ist ja, wie kann man das denn adressieren? Also wer kommt da zu denen, um das zu monitoren? Müssen da Ärzte hin oder wie kann das funktionieren? Also ich muss vorausschicken, dass dieses Konzept noch nicht in der Form belegt ist oder dass die Wirksamkeit dieses Konzeptes belegt ist. Das sind jetzt relativ frühe Gedanken und man muss das mit der entsprechenden Vorsicht auch bitte bewerten. Ich möchte mich jetzt noch nicht hinstellen und das sozusagen propagieren. Ich wollte nur anreißen, dass es durchaus noch Möglichkeiten und auch Hoffnung gibt. Ich möchte auch ungern den Eindruck vermitteln, dass alles so fatalistisch zu nehmen ist. Man kann noch, es gibt noch Stellschrauben, es gibt noch Einflussmöglichkeit. Und während das also dieser spezielle Bereich, den Sie gerade jetzt nochmal nachgefragt haben, tatsächlich noch nicht wissenschaftlich belegt ist, dass der wirksam ist, ist es zumindest mal ein Versuch wert, das zu untersuchen. Und das ist das, was wir tun werden. Wir werden versuchen, die Wirksamkeit diesbezüglich wissenschaftlich zu belegen. Theoretisch könnte das eben so aussehen, dass ein Gesundheitsamt mindestens mal seine Kontaktpersonen-Nachverfolgungsaktivität auf die Personen fokussiert, die bekannterweise Risikofaktoren haben. Was das Alter betrifft, habe ich gerade schon erwähnt, das ist ja der Hauptfaktor, ist es ganz leicht festzustellen. Wenn man eben noch mehr Energie hat, kann man sich auch um die anderen Risikofaktoren kümmern, indem man die Personen fragt, was sie denn für Grundkrankheiten haben. Und dann würde man diese Person, das kann das Gesundheitsamt wohl nicht machen, da ist personell von der Qualifikation und von der Zahl die Ausstattung nicht ausreichend,
Aber man könnte sich vorstellen, dass bestimmte Überwachungszentren, die unter medizinischer Supervision diese Person dann ambulant begleiten. Die Pulsoximetrie selbst muss kein ärztliches Personal machen, das kann auch Pflegepersonal machen oder gut angeschultes Hilfspersonal. Eigentlich können es auch die Probanden oder die Patienten selber machen, aber man würde es wahrscheinlich dann doch unter Betreuung machen. Wir haben auch hier am HZI digitale Tools entwickelt. Es gibt auch andere Gruppen, die das getan haben, die dann auch unterstützen können, dass man den Gesundheitsstatus sozusagen prospektiv engmaschig überwacht, wie so eine ausgelagerte gesundheitliche Überwachung, die dann eben frühzeitig erkennt, dass hier die Gefahr für eine Covid-Erkrankung besteht. Dazu würde dann auch gehören, dass sobald dieses Signal kommt, die Diagnostik auch so priorisiert ist, dass diese Person ihr Ergebnis auch sofort bekommen und nicht erst 4 Tage warten müssen, zusammen mit allen anderen Fußballfeldbesuchern oder so. Also das wäre nämlich, gehört noch mit dazu, dass die Teststrategie so priorisiert ist, dass sie bei diesen Hochrisikopersonen so eine Art VIP-Zustand herstellt, dass die Person, die wo es wirklich darauf ankommt, das Testergebnis oder ihre betreuenden Ärzte das Testergebnis eben sehr schnell bekommen. Okay, danke schön. Jetzt gibt es einige Fragen zum Personal in den Kliniken. Kann man zeitnah Personal rekrutieren beziehungsweise schulen, wenn jetzt dieser Lockdown nicht den erwarteten Effekt bringt und wirklich die Zahlen explodieren? Also aus meiner Sicht kann man das nur teilweise damit stemmen. Es gibt viele Möglichkeiten, Personal aus, zum Beispiel wir aus der Uniklinik haben das gemacht, wir haben sehr viele Study Nurses, die quasi mal früher auf der Intensivstation gearbeitet haben, die wieder jetzt rekrutiert werden und eingeführt werden. Man muss sich aber so ein bisschen so vorstellen, im laufenden Betrieb, ich glaube, wir haben da gestern auch schon drüber gesprochen, wenn Sie einen Journalisten hätten, der sich rund um die Uhr um Sport kümmert und wahrscheinlich das Champions-League-Spiel ohne Probleme kommentieren kann, der wird aber nicht zeitgleich umgesetzt in der Wirtschaftsredaktion plötzlich dann einen schweren, komplexen Wirtschaftsfall beurteilen können. Das kann man leider mit Pflegekräften, auch mit Ärzten nicht so eins zu eins umsetzen. Allerdings gibt es schon noch Kapazitäten, wo man sagt, naja, man braucht nicht für alle Tätigkeiten hochspezialisierte Leute. Das heißt, wir müssen hier auch eine gute Differenzierung hinbekommen. Und es gibt viele Tätigkeiten, die schon auch von, sage ich mal, nicht top ausgebildeten Leuten auf der Intensivstation übernehmen können. Also insgesamt muss ich sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, Pflegekräfte aus anderen Abteilungen auf eine Intensivstation einzusetzen. Das wird aber nur einen kleinen Teil, ich denke mal 30-40% maximal der Tätigkeit abnehmen können, die dort anfällt. Die restliche Tätigkeit ist wirklich hochspezialisiert und auch eigentlich nur von diesen Leuten durchführbar. Hier gibt es direkt eine Anschlussfrage dazu. In dem Reservekrankenhaus in Berlin hat man wohl mit Ruheständlern gearbeitet aus den ausgebildeten Berufsgruppen. Ist das denkbar auch für die Kliniken? Ich halte das eher, das ist denkbar, gar keine Frage, aber wie Herr Krause schon sagte, die Unterscheidung geht dann hier in diesem Fall eher dahin, haben wir schwerstgradig erkrankte Patienten, die wir, sag ich mal, universitär versorgen müssen, oder haben wir Patienten, die Covid-positiv sind, die, sag ich mal, sicherlich einen schweren Verlauf haben, aber die nicht unbedingt universitär versorgt werden müssen. Und diese Verteilung dieser Patienten, da sind auch noch viele Stellschrauben möglich. Berlin hat dieses Konzept angefangen, dass sie gesagt haben, sie haben sogenannte Level-Krankenhäuser eingeführt. Das ist politisch dort so gewollt worden und auch so umgesetzt worden. Das ist ein kleines Land, muss man natürlich auch sagen, von daher auch politisch anders aufgestellt, wie jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo natürlich die politischen Grenzen ganz anders sind. Wir haben uns in Köln anders dafür entschieden. Jedes Krankenhaus fährt bei uns so ein bisschen seinen eigenen Stiefel, ist falsch ausgedrückt, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Wir versuchen uns trotzdem über das Gesundheitsamt zu koordinieren, aber da sind sicher noch viele Stellschrauben möglich, um auch zum Beispiel dann ehemalige Mediziner oder Pflegekräfte zu rekrutieren, um einfachere Fälle zu versorgen und auch adäquat medizinisch zu versorgen. Das halte ich für möglich, aber man darf nicht vergessen, es gibt trotzdem noch viele, viele auch, sage ich mal, schwerstkranke Patienten, die dann eher in hochspezialisierten Kliniken versorgt werden müssen. Also die Idee, dass man vielleicht durch so ein abgestuftes Konzept die Patienten stärker konzentriert und damit auch
das Personal stärker konzentriert? Das wäre diese Idee, die man, von der Sie sprechen. Also dieses ist, das basiert ja auch auf diesem Safe Berlin-Konzept ein bisschen. Das ist denkbar. Ich bin mir nur nicht mehr ganz so sicher, ob man das jetzt ad hoc noch umsetzen kann. Berlin hat sich relativ früh dafür entschieden. Ja. Andere Städte haben das, sage ich mal, in abgefunnelter Form ähnlich gemacht. Mir fällt zum Beispiel Frankfurt ein. Wir haben da gute Kollegen von mir, arbeiten dort, wo man noch eine Zentralisierung ausgerichtet hat. Wir in Köln haben uns anders entschieden. Ich glaube, wenn man einmal diesen Weg eingeschlagen hat, ist es sicher ein guter Weg, aber man wird sicher nicht von einem Weg zum anderen Weg jetzt innerhalb kürzester Zeit ändern können, vor allem wechseln können, vor allem nicht in der jetzigen Phase. Also deswegen, das ist schwierig zu beantworten, aber ich glaube, da ist noch viel Platz nach oben. Okay, hier kommt jetzt eine Frage, die so mehr die längerfristige Ausrichtung hat. Wir wissen ja eigentlich schon ganz lange, dass die Personaldecke sehr dünn ist. Also das ist ja immer wieder, auch im Winter, ein Thema. Und die Frage ist ja, was muss man denn eigentlich tun, damit ausreichend Personal zur Verfügung steht? Oder beziehungsweise woran scheitert das denn bislang? Ich kann aus meiner Sicht, ich arbeite sehr viel und sehr eng mit unseren Intensivpflegekräften zusammen, auch von der Leitung her. Es ist tatsächlich auch ein Akzeptanzproblem des Berufes der Pflegekraft. Und ich glaube, wir müssen hier maximale Anstrengungen übernehmen, um in Zukunft diesen Beruf wieder attraktiv zu machen. Und die Arbeit, die leisten, ist wirklich fantastisch. Und ich kann das immer nur unterstreichen. Ich fühle mich in vielen Belangen vollkommen überbezahlt für das, was ich leiste, im Gegensatz zu dem, was die Pflegekräfte leisten müssen. Und ich kann echt mich nur wundern über die Tarifverhandlungen, die jetzt zwar Gott sei Dank zum Abschluss gekommen sind, aber dass da noch darüber diskutiert worden ist, über den Zusatz für Pflegekräften, das ist Gott sei Dank jetzt alles einigermaßen gut durchgekommen. Aber da hatte ich schon einen gewissen intellektuellen Zweifel, ob man da einen wirklich einen guten Zusammenhang hergestellt hat oder ob man das wieder vergessen hat bei der Tarifverhandlung. Ich glaube, wir müssen diesen Beruf maximal attraktiv gestalten. Das ist ein toller Beruf. Die meisten Leute, die ich da kenne, sind wirklich happy, aber das, was sie leisten für das Geld, ist wirklich enorm. Frau Professorin Merle, wollen Sie dazu noch was ergänzen? Gerne. Zu dem Punkt mit den Pflegekräften und was die leisten, absolut. Und ich finde, man darf nicht vergessen, und das sollte man auch vermeiden, alle in einen Topf zu werfen. Intensivpflegekräfte vor allem sind hochspezialisiert ausgebildet. Und dem sollte man auch Rechnung tragen, dass man wirklich Intensivkräfte dann nochmal wahrscheinlich deutlich höher bezahlt. Die haben noch Zusatzfachweiterbildung und leisten fantastische Arbeit. Und dazu gehört natürlich auch die Wertschätzung in der Bevölkerung am Ende für den Pflegeberuf. Das ist ja immer so, wie Pflegekraft hat es nicht für Arzt gereicht. Also ich glaube, da muss ein Mentalitätswandel kommen. Wirklich für diesen Beruf Wertschätzung und hohe Wertschätzung zu haben. Ich wollte noch eins unbedingt ergänzen, die Frage der älteren Patienten. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, auf unserer Intensivstation liegen aktuell Menschen, die sind 60, drunter bis hin zu einem 26-Jährigen. Es sind auch die Transplantierten, es sind Patienten mit chronischer Dialysepflichtigkeit. Also es darf nicht im Kopf sein, geht es um die alten Menschen nur, sondern es geht wirklich um alle Altersklassen. Natürlich haben die im hohen Alter ein höheres Risiko zu versterben, aber das geht jeden an, will ich sagen, nicht nur die älteren Menschen. Und nicht nur die Covid-19-Erkrankten. Ne? Genau, und eben das trifft dann wieder selbst. Ich weiß nicht, ob ich hier seitlich schon auf eine Frage, die ich gerade gelesen habe, die Frage, wieso sind elektive Eingriffe nicht mehr verschiebbar? Naja, wir hatten halt alle uns gemeinsam im Frühjahr entschieden, elektive Eingriffe zu verschieben, weil wir haben alle das Ziel vor Augen gesehen, wir müssen da einmal durch und dann haben wir es hinter uns. Jetzt haben wir aber gesehen, nicht alles kann man einfach verschieben, man schiebt eine Welle vor sich her und der Winter könnte lang werden. Deswegen ist vieles nicht mehr so leicht verschiebbar. Wir müssen einen Weg finden, dass eben auch die Herzklappe und der Schlaganfall versorgt werden kann, während wir optimal Corona-Patienten betreuen. Okay, hier kommt eine Frage. Was sehen Sie denn im Moment für eine Erkrankungsschwere auf den Intensivstationen? Sind die weniger schwer erkrankt als bei der letzten Welle?
Die da sind, sind genauso schwer erkrankt. Ja. Na klar. Es gibt keinen Unterschied in der Sicht. Ich meine, das ist aber ja klar, sonst wären sie ja nicht auf Intensivstation. Ich meine, das ist ja der Filter sozusagen. Wobei Sie, glaube ich, angedeutet haben, was tatsächlich so ist, dass der Anteil der Patienten auf Normalstationen größer ist. Das hatten wir interessanterweise jetzt die letzten Wochen, dass wir einen deutlich höheren Anteil auf der Normalstation hatten. Das hat sich jetzt plötzlich innerhalb von 2 Tagen umgedreht. Auf einmal haben wir wieder den Zuwachs auf der Intensiv plötzlich Schlag auf Schlag und auf der Normalstation geht es runter. Also jetzt, Stand heute, sind wir wieder an dem Stand wie März. Okay, vielleicht an Sie beide nochmal auf der Intensivstation. Ist eigentlich so eine Art Bedrohung so in der Ärzteschaft spürbar in dieser Situation? Kann man das sagen? Ist da Druck? Also ich antworte mal zuerst, Bedrohung würde ich das nicht nennen. Aber ich glaube, es ist ein äußerster Respekt, dass wir eben sehen, was sich jetzt gerade entwickelt und dass man realisiert, was man da noch alles stemmen und vor allem organisieren werden wird. Denn mit jedem 5 weiteren Patienten auf der Intensivstation muss man wieder komplett neu organisieren, Personal umschiften. Das übrigens war mir eben auch noch eingefallen, die Frage, will ich zentralisierte Krankenhäuser oder nicht? Personal ist ja auch gewohnt, seine Umgebung. Das heißt, jetzt jemand, der die Intensivstation kennt, arbeitet dann natürlich ganz anders und viel routinierter als jemand, den ich von heute auf morgen, selbst wenn er Intensivpflegekraft ist, in einen neuen Bereich setze. Das heißt, wenn ich jetzt akut agiere, um Personal von einer Klinik in die andere zu verschieben, in eine Situation rein, die sowieso unruhig wird, da haben wir auch noch eine Aufgabe zu bewältigen, dass das alles routiniert und sozusagen im guten Ablauf bleibt. Mhm. Wo stecken sich denn, also die Angst ist ja auch groß, dass viele, dass das Personal zum Teil ausfällt, weil es sich selber ansteckt. Wo stecken die sich denn an? Also man hat ja so natürlich die Sorge, es gibt so viel Infizierte im Krankenhaus, auf den Intensivstationen, daher kommt die Ansteckung oder wo ist die Bedrohung eigentlich? Also ich antworte mal zuerst für unsere Intensivstation. Wir haben erstaunlich wenig Infektionen in der letzten Welle gehabt. Wir hatten lediglich wirklich eine Situation, Arzt und Pflegekraft, die sich im Rahmen einer Reanimationssituation angesteckt haben. Sonst keine einzige Ansteckung. Das heißt, das scheint sogar wirklich unter kontrollierten Bedingungen recht sicher zu sein. Herr Kochanek, wie ist das bei Ihnen? Ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben bei uns mit den Virologen, Infektiologen zusammen ein engmaschiges Netz eingeführt, um Pflegekräfte, Ärzte zu kontrollieren. Wobei das Wort kontrollieren falsch ist. Es ist auf freiwilliger Basis. Und zwar haben wir so gemacht, dass wir alle Pflegekräfte und Ärzte, die auf Intensivstationen und mit Covid-Patienten arbeiten, quasi sich selber jeden Tag einen Abstrich machen können. Das hat zu einer extrem hohen Akzeptanz geführt. Das wird freiwillig durchgeführt, wir sind nicht kontrolliert und Sonstiges. Und wir haben auch darüber hinaus stichpunktartig über Losverfahren Personalnummern gezogen und haben versucht, im ganzen Krankenhaus auch Hotspots ausfindig zu machen und sozusagen da auch nicht zu vergessen. Das geht querbeet, das geht vom Chef bis zur Putzfrau, die dann gezogen wird und dann ihr Probe abgeben kann oder möchte. Insgesamt muss man sagen, wir haben im Haus eine nosokomiale Übertragung, ist eine absolute Rarität. Ich kann mich momentan nur an einen einzigen Fall erinnern in der ganzen Zeit. Das heißt, die Schutzmaßnahmen, die wir durchführen, sind relativ gut, sind sicher. Wir haben nach der ersten Phase auch gelernt, wie wir damit umgehen. Ich glaube, die Angst und Sorge von den Pflegekräften als auch von den Ärzten ist kontrolliert und auch, sage ich mal, sehr nüchtern momentan. Da mache ich mir wenig Sorgen aktuell. Am Anfang war es anders, da wussten wir nicht, aus welcher Richtung der Feind kommt, ob der im Haus liegt, aus dem Haus kommt, ob wir selber der Feind sind. Und das war extrem schwierig. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt, glaube ich, in vielen anderen Krankenhäusern auch getroffen worden sind, wir machen zum Beispiel bei uns so, dass jeder Patient, jede Neuaufnahme am Tag, die bei uns ins Krankenhaus reinkommt, muss einen Covid-Abstrich bekommen. Und wir schauen auch genau nach Krankheitssymptomen, schauen danach, wo der Patient dann hinverlegt werden kann. Ich glaube, diese Maßnahmen haben insgesamt dazu geführt, dass das Krankenhaus an sich einigermaßen sicher ist. Ich sehe eher die höchste Infektionsanfälligkeit tatsächlich im privaten Bereich oder halt über Besucher, die reinkommen ins Krankenhaus und das eintragen.
Was ist denn mit den Ambulanzen? Also wenn die jetzt noch gar nicht aufgenommen wurden, die Patienten, kann nicht auch da ein Eintrag passieren und sind die Ärzte denn dort auch geschützt, sodass das nicht passieren kann? Grundsätzlich sind die natürlich gleichen Schutzmaßnahmen wie auch im Hause selber, also die Patienten betreuen. Wir haben auch hier je nach Abstufung versucht, über regelmäßige Abstriche von den Patienten, gerade in den Hochrisikobereichen, also zum Beispiel Krebsambulanzen und so weiter, dass wir da eine Sicherung reinkriegen auch. Wir müssen hier natürlich noch mehr auf Schutzmaßnahmen achten, wie Abstandshaltung und so weiter. Aber es funktioniert relativ gut, müssen wir sagen. Okay. Hier kommt noch eine Frage zu der Behandlung konkret auf den Intensivstationen, ob sich das dank der Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, Behandlung, Medikamente, ob sich das verändert hat oder ob sich das eventuell auch vereinfacht hat. Ich kann es vielleicht aus unserer Sicht sagen, also gerade weil wir sehr viel Beatmungsmedizin machen, auch so, wir haben mit den beiden Medikamenten, die jetzt quasi nach State of the Art eingesetzt werden, das ist Remdesivir und Dexamethason, haben wir zumindest Medikamente zur Verfügung. Ich kann für das Remdesivir noch nicht eine große Lanze brechen. Die Studienlage ist so ein bisschen eher in dem Bereich, dass man sagt, naja, wir haben für die Patienten, die vielleicht gerade erkrankt sind, noch nicht sauerstoffpflichtig, damit eine ganz gute Möglichkeit, die Therapie oder beziehungsweise die Zeit des Erkrankungsgefühls zu verringern. Mit Dexamethason haben wir allerdings schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und mit dem Einsatz von Cortison und sehen zumindest hier eine Besserung der Verläufe, eine Stabilisierung der Verläufe, aber man muss immer wieder ganz klar betonen, das hat noch nicht so viel PS, wie wir uns das vielleicht für ein Antibiotikum wünschen würden. Und es ist jetzt nicht so, dass wir das geben und zack, die Infektion ist weg. Und man muss auch sagen, in vielen Fällen hängt tatsächlich die Komorbidität ist entscheidend für den Verlauf dieses individuellen Patienten. Und da können wir mit Dexamethason sehr viel machen, aber es ist noch nicht die PS-Zahl, die wir gerne uns wünschen würden. Aber insgesamt muss man sagen, sicher schon eine Verbesserung im Vergleich zum Frühjahr. Wie hoch ist denn die Sterblichkeit zurzeit für Covid-19-Patienten mit hohem Alter auf Intensivstationen? Also ich nehme an, hier ist gemeint die beatmeten Patienten und die Frage ist, hat sich das verbessert? Puh. Professorin Merle, vielleicht mal. Ich wollte gerade antworten. Ich glaube, mein Eindruck ist, es hat sich verbessert, weil wir ja auch neben der medikamentösen Therapie gelernt haben, wie wir beatmen oder wie wir eher gesagt nicht beatmen, dass wir eben lange nicht invasiv beatmen. Insofern, wir kennen ja die für diese Welle noch nicht, weil wir alle noch gar nicht so, also für diese jetzige Situation, diese hohen Zahlen haben. Es könnte etwas besser geworden sein, aber ich schließe mich absolut an, medikamentös neben Dexamethason, wobei Remdesivir erscheint mir auch eine gute Option für manche einen Patienten zu sein. Man hat ein bisschen mehr in der Hand, man ist routinierter geworden, vor allem auch, was die übrige Therapie angeht. Und ich glaube, es wird sich etwas gebessert haben. Aber diese Daten sind mir noch nicht bekannt, jetzt der letzten 4 bis 6 Wochen. Gibt es so eine Sterblichkeitsrate für Patienten, ich sag mal so 70 beatmet auf Intensivstation. Was wissen Sie, was da der Durchschnitt ist? Ich glaube, das gilt für jeden individuell. Bei uns war es in der letzten Welle, die wirklich invasiv beatmeten, bei knapp 40%, also eigentlich recht gut. Das hat so viel zu tun mit dem, wer liegt da, mit welchen Risikofaktoren, wie alt, sodass da glaube ich, dass das im kleinen Kollektiv eines Krankenhauses sehr zwischen den Krankenhäusern und dem Zufall geschuldet schwankt. Jetzt noch eine inhaltliche Frage und dann kommen wir eigentlich auch schon in die Schlussrunde. Die Frage lautet, laufen klinische Studien auf Intensivstationen in Deutschland? Wenn nein, welche wären sinnvoll? Also da kann ich sagen, bei uns läuft die Studie mit Konvaleszentenserum. Und wir starten eine für Remdesivir ambulant, so wie es aussieht. Das finde ich einen ganz tollen Therapieansatz, eben genau in der Frühphase die Patienten damit zu behandeln. Das sind jetzt 2 Studien, von denen ich berichten kann. Herr Kochanek? Ja, bei uns laufen extrem viele Studien dazu. Das erstreckt sich von ambulant über Kindergärten, Horte, Schulen und so weiter bis hin zur Intensivstation.
Wir versuchen die immer zu bündeln, versuchen natürlich auch aus der, ich sag mal, heraus Kakophonie an wissenschaftlichen Fragestellungen und Möglichkeiten eine gute Auswahl zu treffen. Das muss man ganz klar sagen. Am Anfang waren so viele Studien am Start. Wir mussten uns selber erstmal darüber informieren, was geht, was nicht geht. Vieles ist schon nicht mehr aktuell, aber es sind einige am Start, die das untersuchen. Das geht einmal hin in Richtung Medikamenteneinsatz. Ich spreche noch nicht von Impfung, aber auch, was die Kollegin schon sagt, Frau Merle, ist Richtung Rekonvaleszenzenplasma, aber natürlich auch zu technischen Devices, Schutzmaßnahmen bis hin zu Beatmungstechniken, dass wir hier sozusagen möglichst gute Antworten kriegen, auch für die Zukunft. Haben Sie das Gefühl, da gibt es irgendwo einen blinden Fleck in der Studienlandschaft? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das müsste man eigentlich mal machen? Vielleicht an Sie beide nochmal, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Aus meiner Sicht nein. Ich glaube, wir sind relativ breit gut aufgestellt. Was ich mir wünschen würde, ist, wir haben es, aber das entspricht der deutschen Forschungslandschaft und auch der Medizingesellschaft. Wir haben es leider verpasst, ähnliche Studien, also sozusagen epidemiologische Studien zu machen wie in UK, in Großbritannien. Ich sehr beneide die Kollegen, die in kürzester Zeit wirklich hervorragende Studienergebnisse, zum Beispiel auch das Ergebnis mit Dexamethason herausgearbeitet haben. Wir hätten diese Zahlen vielleicht nicht so gehabt, Gott sei Dank, weil wir nicht diese Fallzahlen wie in Großbritannien hatten. Das muss man auch mit aller Deutlichkeit dazu sagen. Aber das vermisse ich ein bisschen, ist das gemeinsame, nicht kompetitive Forschen auf diesem Gebiet von Epidemiologie bis hin zu klinischen Einsätzen. Da sind wir leider doch in Deutschland sehr zerstritten oder, sag ich mal, nicht an einem Strang unbedingt ziehen, weil wir auch sehr viele Meinungen haben. Das kann vom Vorteil manchmal sein, aber ich denke, in diesem Fall hätte ich mir da mehr Zusammenarbeit gewünscht. Okay, dann die Schlussrunde. Meine Frage an Sie lautet nochmal vielleicht von jedem ein Statement dazu. Wo sollten wir denn jetzt in welche Maßnahmen besonders viel Energie, Zeit, Geld, was immer setzen, um den höchstmöglichen Effekt zu erzielen, damit Sie nicht in Kürze auf den Intensivstationen überschwemmt werden? Herr Krause, ich fange mal bei Ihnen an. Ja, wir sind uns, glaube ich, alle einig, wir müssen versuchen, die Zahl der Patienten, die intensiv und beatmungspflichtig sind, von Vorfeld schon zu vermeiden. Und ein Weg, der jetzt schon ganz massiv gegangen worden ist und versucht worden ist, ist, die Zahl der Infektionen zu senken in der gesamten Gesellschaft. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt noch zwei zusätzliche Ansätze draufsatteln, nämlich die Zahl der Infektionen bei den Hochrisikopatienten zu senken und die ambulante Frühbetreuung bei diesen exponierten Menschen, also wenn sie exponiert waren und eine Infektion bekommen könnten, die so zu intensivieren, dass eine ambulante Behandlung eine stationäre Behandlung erübrigt. Das wäre die Hoffnung. Okay, Frau Professorin Merle, wo würden Sie die meisten Energien gerne gesetzt sehen? In der Klinik, im Krankenhaus oder auch außerhalb? Ich glaube, auch die Zahl der Infektionen sollte niedrig bleiben und die Gesundheitsämter müssen personell gut ausgestattet sein, damit uns das an der Stelle nicht entgleitet, weil wir letztlich das Krankenhauspersonal eben nicht plötzlich steigern werden können. Aber ich schließe mich an, man muss schauen, wie man Patienten auch ambulant zu Hause gut betreut, dort monitort, um das Potenzial zusätzlich optimal zu schöpfen. Allerdings, der Hauptengpass wird am Ende die Intensivstation sein und deswegen muss die Gesamtzahl der Infektionen einfach nicht deutlich mehr hochgehen. Herr Dr. Kochanek, Ihr letztes Wort dazu. Also ich glaube, politische Maßnahmen sind unerlässlich, wie sie jetzt durchgeführt worden sind. Ich wünschte mir ein bisschen mehr einheitliche Maßnahmen, die aber trotzdem transparent und vielleicht auch lokal angepasst werden können. Ich hatte zwei Ideen noch außerhalb des Krankenhauses. Das ist einmal die Verbesserung der Corona-App, halte ich für extrem wichtig. Das funktioniert einfach nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge Platz nach oben. Und wir sollten die Gesundheitsämter maximal unterstützen. Ich sehe da noch viele, viele Möglichkeiten des Mikromanagements, der besseren Verfolgung, um auch hier wirklich, was Herr Krause schon sagt, tatsächlich auch Risikogruppen besser zu schützen. Innerhalb des Krankenhauses wünsche ich mir eine intelligentere Steuerung von Intensivkapazitäten. Ich will nicht das Problem von Corona Richtung Absage von elektiven OPs hinschieben.
sondern wir müssen da immer wieder jeden Tag miteinander sprechen. Wir versuchen das bei uns auch im Krankenhaus hier. Wir haben einmal pro Tag so ein Meeting, wo wir sagen, was können wir machen, was können wir leisten, was sind wirklich wichtige Sachen. Und diese Steuerung ist, glaube ich, extrem wichtig. Zusätzlich auch eine maximale Unterstützung der Pflegekräfte. Jetzt weiß ich, Sie sagten eben gerade, das kann man natürlich nicht, die kann man nicht aus dem Hut zaubern, das ist mir klar, aber ich glaube, man kann die im Dienst als auch vor allem privat durch zum Beispiel Unterstützung bei Quarantänemaßnahmen und so weiter besser unterstützen. Das Letzte ist aus meiner Sicht, um das auch zum Abschluss zu bringen, ist, ich glaube, wir brauchen im Gesundheitssystem auch eine finanzielle Unterstützung ohne falsche Incentives. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, dass wir, und das machen wir schon viel zu lange im Gesundheitssystem, Gewinn erwirtschaften wollen oder können. Und das führt zu der jetzigen Katastrophe auch, dass wir die Incentives falsch setzen. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Und dann bedanke ich mich an die Runde. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Tag. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.